Ahmt auch ihr mich nach. Das ruft uns der Apostel Paulus heute zu, nicht nur der Gemeinde in Philippi, sondern auch uns. Dieses Ahmt auch ihr mich nach, das war ganz fest eingeschrieben in über 400 Jahren in der gesamten Kirche lateinischer Prägung vom heiligen Karl Borromäus, den die Kirche heute feiert. Ihn nachzuahmen galt als das große Ideal der Bischöfe und der Priester. Fast jedes Seminar, Priesterseminar, hat ihn bis heute als Patron. Er gilt als Idealbild des Bischofs in der heraufziehenden Neuzeit, wie wir sagen, nach dem Mittelalter. Nachdem sich die Kirche aus ihrem Sumpf wieder erneuert hatte und gefangen hatte und er mit dafür gesorgt hat, dass das Konzil von Trient zu einem guten Ende kam. Dabei war er durchaus zunächst ein Kind dieser Welt. Er gehört noch zur Generation von jenen Renaissance-Päpsten, die zuallervorderst für ihre eigene Familie Sorge trugen und nicht für die gesamte Kirche. Er, der gerade seine Studien wunderbar abgeschlossen hatte, mit einem zweifachen Doktorat, ganz jung, blutjung, als sein Onkel wenige Wochen später Papst wird. Das ist natürlich ein Glücksfall für die eigene Karriere. Und die steht ihm bevor. Er wird an den päpstlichen Hof gerufen, wird das, was wir heute Staatssekretär nennen würden, also die einflussreichste Position hinter dem Papst selber, wenig später Diakon. Er vertreibt sich die Zeit mit Musik, das braucht er zur Entspannung, mit Schach, mit Kartenspiel. Nichts Schlimmeres, nein. Er ist schon eine Ausnahme in dieser Zeit mit diesen etwas leichten Entspannungen. Da gab es ganz andere Möglichkeiten, auch am päpstlichen Hof. Dazu gehört Karl Borromäus von Beginn nicht. Aber es ist der Tod des eigenen Bruders, der ihn dann so erschüttert, dass er noch einmal neu nachdenkt über das, was eigentlich geschieht und wer er ist und wer er sein soll. Und erst dann lässt er sich zum Priester und zum Bischof weihen. Viele Kardinäle hatten damals überhaupt keine Weihe. Dass er so werden konnte, wie er war, dass er zum Vorbild wurde, dass er mit 46 Jahren am 3. November vollkommen entkräftet, gezeichnet von Krankheit, von Fasten, von all den Mühen, die er auf sich genommen hat, stirbt, macht ihn zum Vorbild. Die 100 gebundenen Bände seiner Briefe, 100 Bände, allein seine Briefe, seiner Korrespondenz, Bistumssynoden und Provinzialsynoden, die der Erneuerung der Kirche dienten, ganz auf der Grundlage des Konzils, das eben zu Ende gegangen war. Wir sagen das heute einfach so. Er ist von Anfang an früh schon der Administrator, würden wir sagen, von Mailand. Mailand ist seit Jahrzehnten ein Zankapfel zwischen den beiden katholischen Königen, dem in Spanien und dem in Frankreich. Da kann man als Bischof nur verlieren. Er geht in diese Diözese, weil das Konzil die Residenzpflicht für Bischöfe vorschreibt. Sie haben an dem Ort, wo sie Bischof sind, auch zu sein und zu amten. Das ist für Bischöfe, für die meisten etwas Unerhörtes. Sollen sie am Ende noch in ihrem Bistum sein? Haben sie gar keine Lust zu? Das ist ja irgendwie total verkommen. Die Priester leben samt und sonders im Konkubinat. Glauben tut keiner mehr was. Man schaut halt, wie man durchkommt. Das war nicht im 16. Jahrhundert nur vorbehalten. Das hat es in der Kirchengeschichte und wird es immer wieder geben. Vergleichbare Zustände. Und in dieser schwierigen politischen wie kirchlichen Situation beginnt dieser jugendlich wirkende Kardinal in seinem Bistum zu wirken. Unermüdlich.
Er lässt nicht nach. Er kümmert sich auch noch um die Kranken. Allen voran sorgt er dafür, dass die Priester anständig ausgebildet werden. Dass sie wirklich glauben. Nicht nur, dass sie ein Studium haben. Er gründet Seminare. Er denkt an die Schulen, um den Nachwuchs heranzuziehen. Bis nach Graubünden hinein, in verlassene Täler, die ganz den Calvinisten gehören, geht er mit seinem Esel, auf dem er sich bewegt. Von wegen Jetlag, wie das heutige Bischöfe haben, mal eben schnell hier und dorthin geflogen. Das waren noch Unternehmungen. Selbst seine Suffraganbistümer, etwa wie Bergamo, in die andere Richtung dann von Graubünden, besucht er, visitiert er, spricht mit den Menschen, mit den Gläubigen, ebenso wie mit den Priestern und den Suffraganbischöfen. Und nach, in einer eigentlich sehr kurz gesetzten Lebensfrist, beginnt hier etwas zu blühen. Manchmal, und das Tagesgebet hilft uns ja heute, wenn die Kirche uns beten lässt, dass dieser Geist des heiligen Karl Borromäus in der Kirche lebendig bleibt, manchmal denke ich mir, es wäre gut, dieser Geist, wenn er überall wirken würde, bei den Bischöfen, bei den Priestern, bei den Gläubigen, in den Seminarien. Es wäre sehr hilfreich, dieser Geist, weil er zu einer Erneuerung beiträgt, zu einer Erneuerung der Kirche, die wieder ganz aus ihrem Ursprung, aus der Schönheit ihres Ursprungs lebt. Karl Borromäus hat kein leichtes Leben gehabt. Kein schönes, luftiges, italienisches Renaissance-Leben. Das kannte er am Anfang, aber dann hat er seine Pflicht getan. Die Pflicht eines Heiligen. Alle Leiden auf sich genommen um des großen Zieles willen. Die Kirche zu der Gestalt zu führen, von der Paulus im Epheserbrief sagt, dass sie ohne Runzeln und Falten ihrem Bräutigam Christus entgegengeht. Karl wird uns immer fremder. Gerade jetzt in den Zeiten, auch noch einmal durch das Jubiläumsjahr, das unsere evangelischen Schwestern und Brüder feiern, in Zeiten eines Ökumenismus, der wieder richtig Konjunktur hat. Aber wir machen, denke ich, einen Denkfehler. Natürlich ist es wichtig, auf die Schwestern und Brüder zu schauen, sich um sie zu mühen, keine Frage. Wir verwechseln das dann schnell mit Konfessionalismus, da man, und das ist wirklich nicht sehr lehrreich, sowohl von der Seite Martin Luthers nicht, wie von der anderen Seite, von der römischen Seite nicht, in Zeiten, wo man sich bekämpft hat, indem man sich beflegelte, auf unterstem Niveau, wie das jetzt im amerikanischen Wahlkampf gerade so zugange ist. So kann man das in diesen Schriften aus diesem Jahrhundert auch nachlesen. Das ist kein Weg. Wir reden mit Getauften, aber... Und das ist die Gefahr, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir denken dann, und so kann man das auch auf Kirchenseiten in Kommentaren lesen, wichtig ist die persönliche Begegnung. Ja, die Theologie, all dieser ganze Kram, das hindert alles nur. Lass doch das beiseite. Etwa in der Frage der Eucharistie. Warum ist ein Karl Borromäus auf seinem Esel nach Graubünden geritten? Tagelang, wochenlang, weil er wusste, dass es doch ganze Täler in seiner Diözese gibt, die calvinistisch sind und keine einzige Menschenseele mehr an die Gegenwart Christi in der Eucharistie glaubt. Aha, okay, das entsorgen wir. Das sind theologische Fragen, die heute niemand mehr interessieren. Wirklich? Karl, auch darin ein Beispiel, hat diese Menschen im Blick. Er müht sich um diese Menschen. Das sind für ihn keine Feinde, sondern es sind verlorene Seelen, die etwas Wichtiges, etwas vom Kernbestand christlichen Glaubens verloren haben, das er ihnen wiederbringen will. Und er hat damals die entsprechenden Schritte getan, unter den größten zu leistenden persönlichen Opfern. Und wir erklären das zu einer Randbemerkung. Wie billig, liebe Schwestern und Brüder, wie wirklich billig ist unser Christentum geworden? So einfach können wir uns um diese Fragen nicht herumdrücken, denn sie werden uns wieder einholen.
Wir müssen heftig dafür beten, dass der Geist des Karl in der Kirche lebendig bleibt. Im Blick auf die, die den Glauben leichtfertig aufgeben, nicht aus bösem Willen, gut gemeint, natürlich. Dadurch kommt meistens das Böse in die Welt, wenn etwas gut, furchtbar gut gemeint ist. In der Sorge um die Ausbildung seines Klerus, der Gläubigen, ebenso wie um die Sorge um die Kranken, um die Pestkranken, denen er sich persönlich zuwendet. Monatelang speist er über 3000, höchstpersönlich. Das tut er auch noch. Und genau in diesem vollen Bild, liebe Schwestern und Brüder, ist er ein guter Bischof, ist er ein Heiliger. Und er ruft auch uns heute mit den Worten des Paulus zu: Ahmt mich nach.